Hallöchen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr heute zu Sonntags mit Lilis wieder dabei seid. Wir machen heute was ganz, ganz Zauberhaftes, was ganz, ganz Tolles, was ganz Farbenfrohes. Ihr seht hier schon Farben liegen. Etwas, was mit Lettering zu tun hat und natürlich auch herbstlich ein Thema ist. Ich zeig's euch. Das werden wir heute zusammen gestalten. Und ich liebe es einfach, diese herbstliche Kombination und Blätterregen. Die Blätter fallen jetzt von den Bäumen und ich liebe Laubhaufen. Ich renne da nie durch, weil ich Angst habe, dass ein Igelchen drin sitzt oder irgendwie, keine Ahnung, ein Kackehaufen von irgendeinem Hund oder irgendwas. Aber ich liebe Laubhaufen und ich liebe es, wenn das Laub, wenn die Blätter von den Bäumen fallen, obwohl ich ein totales Frühlings-Sommerkind bin. Aber die Farben im Herbst und das Fallen der Blätter, das macht mir total viel Spaß. So, in den Winter können wir dann überspringen und dann können wir wieder Frühling haben. Na gut, ich möchte das euch jetzt zeigen, wie ich das hier gemacht habe. Ich nehme euch mit von vorne bis hinten, wie ich das gemacht habe und werde euch jetzt zeigen, was ihr für Materialien braucht. Also, was brauchen wir nun, um dieses tolle Lettering zu zaubern? Wir brauchen, ganz wichtig, erstmal Papier. Papier, auf dem wir Farben verblenden können. Das heißt, wo wir Farben einem weichen Übergang geben können. Auf normalem Druckerpapier funktioniert es nicht so gut, da die Farben sehr schnell einziehen und auch relativ fix trocknen auf dem Papier. Da können wir nicht mehr auf dem Papier arbeiten. Wir können nicht mehr die Farben hin und her schieben. Deswegen brauchen wir Papier, am besten vielleicht ein Mixed-Media-Papier. Und wenn ihr das mit Brushpens macht, vielleicht ein relativ oder ein schönes glattes Papier, damit ihr eure Brushpens nicht so strapaziert. Und ich benutze hier das Mixmedia Imagine. Das ist sehr, sehr glatt und da können wir super drauf die Farben miteinander vermischen, verblenden. Das will ich euch auf dem Papier heute zeigen. Zusätzlich brauchen wir natürlich wasservermalbare Farben. Ich habe mich, wie ihr gesehen habt, schon für herbstliche Farben entschieden, beziehungsweise wollte ich gerne herbstliche Farben nutzen, weil es ist ja auch ein herbstliches Lettering, logischerweise. Ich habe hier für die Karin Marke entschieden. Die haben eine sehr hohe Intensität an den Farben und es macht einfach Spaß, mit denen zu kreativ zu werden. Um die Farben zu verblenden, brauchen wir einen Pinsel. Ich werde einen Wassertankpinsel benutzen. Um diesen Wassertankpinsel sauber zu halten, brauchen wir auf jeden Fall ein Tuch, wo wir den Pinsel halt natürlich zwischendurch abstreichen können. Ihr könnt das aber auch gerne mit einem Pinsel und Wasser machen oder auch gerne mit einem Verblender. Aber wir machen das hier heute mit einem Wassertankpinsel. Um mein Lettering vorzuschreiben, benutze ich einen hellgrauen Brushpen. Den habe ich hier von online, das ist die hellste Farbe. Und um das Ganze noch vorher überhaupt mal zu planen, wie wir das arrangieren und aufbauen wollen, habe ich mir zusätzlich noch ein weißes Blatt Papier, das ist ein ganz normales Druckerpapier. Da gehe ich gleich mit Bleistift und Radiergummi dran, um überhaupt mal zu schauen, wie das aussehen soll. Und ganz zu guter Letzt habe ich hier noch einen schwarzen Feinliner in der Größe 0,3 und einen weißen Acrylstift. Die werden wir benutzen, um nachher noch ein paar Highlights und Schatten zu setzen. Aber da kommen wir noch später zu. Als erstes beginnen wir natürlich mit der Skizze. Dazu brauchen wir nur Bleistift und Radiergummi. Den Rest können wir erstmal beiseite legen. Ich werde es im Querformat anlegen und die Worte sind bunter Blätterregen. Das passt natürlich gerade super zum Herbst. Ich habe mir deshalb bewusst auch sowas ausgesucht. Ich werde die beiden Wörter Blätter und Regen trennen. Einfach aus augenscheinlichen Gründen, also einfach, weil es schöner aussieht, als wenn ich jetzt hier das lange Wort Blätterregen auf einer A4-Seite mache, werde ich das Wort Blätter einfach mal so und Regen, nein,
Doch, ich schreibe es erstmal klein auf, Blätterregen, und hier oben kommt noch bunter drauf. Also ungefähr so wird es aufgebaut. Blätter werde ich auf jeden Fall in einer geschwungenen Schrift machen. Das werde ich auch kursiv halten, also wirklich etwas schräg, nicht gerade. Ja, schräg, nicht gerade. Regen werde ich in Großbuchstaben, aber nicht unbedingt größer. Ungefähr gleich groß, wenn nicht sogar ein bisschen kleiner. In Druckbuchstaben. Und das Bunter, das werde ich auch in relativ kleinen, weil das ist ja nicht augenscheinlich, hier drüber setzen. So wird es aussehen, ungefähr. Also Blätter. Kann ruhig schön geschwungen sein. Das wird hier auch als Brush Lettering bzw. in der gefakten Kalligrafie. Ja, dass die herabführenden Linien ein bisschen fetter sind. Und wie gesagt, auch gerne schön geschwungen. Die Blätter tänzeln ja auch schön durch die Luft. So, jetzt nicht ganz gerade, aber das finde ich ganz sympathisch. Und das macht, es gibt so die Wildheit der Blätter, wie sie ja auch vom Baum fallen, wieder. Und hier drunter, das werden wir hier zwischen den beiden Bögen den Regen einfügen. Und die werde ich Blockbuchstaben. So, wenn wir das mal ansetzen. Blockbuchstaben ransetzen. So, so soll es ungefähr aussehen. Und hier oben kommt dann noch runter. So, und damit wir dann auch wirklich erkennen, dass es sich um bunte, farbige Blätter handelt, werden wir einfach hier noch so die Ecken ausschmücken mit Blättern. Die könnt ihr von mir aus ganz einfach so gestalten. Es gibt so viele verschiedene Formen von Blättern. Jetzt muss ich selber erstmal kurz gucken. Ja, hier oben kommt noch die Spitze rein. So. So sind sie sogar. So. So, die mag ich ja besonders gerne. Ja, wie gesagt, es gibt so viele. Ihr könnt auch kreisrunde Blätter nehmen. Da könnt ihr euch wirklich austoben. Blätter mit Zacken natürlich. Ja, ist jetzt bloß mal nur grob skizziert. Also da könnt ihr euch wirklich austoben. Die machen wir jetzt nur mal skizzenhaft. Die hängen wir hier einfach als Lückenfüller mit ran. Und das ist sich natürlich um schönes Herbstlaub drehen soll. Das können kleine Blätter sein oder große.
Ja. Also. Das soll unser Lettering werden. Das ist jetzt natürlich nur eine Skizze. Wenn euch eure Skizze aber richtig gut gefällt, habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie ihr eine Skizze übertragen könnt. Wenn ihr zum Beispiel kein Lightboard oder sowas habt, wenn ihr ein Lightboard habt, das ist eine Platte mit Licht, da könnt ihr die Skizze drauflegen, euch euer Blatt nehmen, natürlich dann vom Block runternehmen, sonst wird es ja natürlich zu dick. Und dann, also erst die Skizze, das Papier drauf aufs Lightboard, dann könnt ihr das super abpausen. Ihr könnt das natürlich aber auch ganz einfach machen, indem ihr hier hinten mit einem weichen Bleistift eine grobe Schraffur draufsetzt und dann quasi wie so ein Pauspapier, ne? Einfach nur eure Linie nochmal nachgeht und dann könnt ihr das auch super übertragen, wenn euch eure Skizze richtig gut gefällt. Ich werde es jetzt mal hier freihand übertragen, weil ich es einfach so mache. Ich will es halt einfach noch ein bisschen größer haben und deswegen werde ich jetzt hier aber auch nochmal mit dem Bleistift vorgehen, dass ich einfach keinen Buchstaben vergesse und ich werde das dann nachher so weit wegradieren, dass ich es nicht mehr sehe oder dass ihr es vielleicht nicht mehr seht, aber ich nur noch ganz leicht und dann werde ich es ja mit dem Brushpen, mit dem hellgrauen Brushpen eh noch nachschreiben. Ihr merkt schon, bei mir passiert vieles aus Augenmaß. Das ist ja jetzt hier tatsächlich, also ich werde hier auch tatsächlich immer noch ein bisschen rumradieren. Aber im Endeffekt liegt es ja doch im Auge des Betrachters. Das möchte ich noch ein bisschen weiter rüber. Guckt, dass ihr auf jeden Fall die Fallrichtung der Buchstaben, also wenn ihr kursiv macht, dass alle gleich eine gleiche Neigung haben. Das ist einfach fürs Auge angenehmer zu sehen. So. Drückt mit dem Bleistift auch nicht so doll auf. Ne? Dann sieht man die dann auch nicht mehr. So, und hier oben kommt jetzt noch der Bun. Wir müssen hier uns so eine Mittellinie vorstellen. Ist natürlich nicht mittig. Sechs Buchstaben lassen sich eigentlich immer gut platzieren, wenn wir hier die Mitte haben. So, und die Blätter, die machen wir dann, wenn wir das Lettering fertig haben. So, ich werde jetzt hier, wie schon angekündigt, alles auf ein Minimum wegradieren. Wenn das Lettering nachher durchgetrocknet ist, könnt ihr da auch super die Bleistiftstriche noch wegradieren. Da ich ja eh sehr kräftige Farben benutze, sieht man die, glaube ich, dann fast eh nicht mehr. So, wir haben die Skizze auf dem Papier. Das heißt, der nächste Schritt, wir gehen mit dem hellgrauen Brushpen
jetzt unsere Linien nach und da könnt ihr dann auch nochmal die Dicke regulieren, wie stark oder wie fett wollt ihr die Abstriche haben und das könnt ihr jetzt hier ganz gut machen. Ich schreibe das nur mal eben schnell vor. Die hier unten, die Buchstaben, die fülle ich jetzt nicht grau aus, denn da werde ich mal gucken, da werde ich glaube ich eine andere Technik. Wir fangen auf jeden Fall mit dem Wort Blätter an. Ich habe ja gerade schon euch die 5 Farben gezeigt und bei Blätter, weil ich finde halt Blätter sind halt einfach eine richtig tolle bunte oder können eine richtig tolle bunte Mischung sein und deswegen mal ein bisschen aufhören. Mal das mal hier oben hin. Dann brauchen wir das Tuch noch und den Wassertankpinsel. Guckt, dass genug Wasser drin ist. Wir fangen mit dem Wort Blätter an und ich möchte hier eine richtig schöne bunte Mischung haben und fange einfach mit irgendeiner Farbe an und schaue dann einfach, wie sie harmonieren, beziehungsweise wie mir der Sinn danach steht. Es muss auch nicht die ganze Zeit gleich sein. Wir werden jetzt auch nicht oben eine Farbe, unten eine Farbe. Wir machen einfach eine kunterbunte Mischung. Ich lasse jetzt hier auch bewusst Raum. Die ganze Farbe mit dem Pinsel nochmal nach. Und dann mische ich die beiden Farben hier. Ihr könnt ruhig zwischendurch abstreichen. Dann auch in das Braun reingehen. Und da könnt ihr dann auch die Ränder sauber ausarbeiten, dass das alles gleich ordentlich aussieht. Und da ist der erste Buchstabe schon fertig und wir haben tatsächlich alle 5 Farben drin verarbeiten können. Das finde ich total schön und ich mag die Farbkombination irgendwie total gerne. Wir machen da jetzt einfach weiter. Legt wild drauf los. Ich finde, die Farben passen in jeder Harmonie eigentlich ganz gut zusammen. Das Blau mit dem Rot, selbst das Braun mischt sich hier in total schönen Farben. Das Rot und das Blau auch hier. Das hat vielleicht zwar so ein bisschen Strandfeeling hier mit dem hellen Blau. Ich weiß gar nicht, hier Sky Blue und Praline. Das mischt sich hier total schön, aber es hat eine total tolle Atmosphäre. Und ihr seht auch bei dem Papier, ich kann die Farben locker wieder anlösen. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und ja, ich mache jetzt einfach weiter und schaut mir zu, wie bunt das Wort Blätter wird und macht einfach mit.
Und so haben wir schon das Wort Blätter fertig. Es gefällt mir richtig gut. Die Farben, die sind so richtig schön satt und leuchtend. Einfach herrlich. So, wir haben fünf Farben und Regen besteht aus fünf Buchstaben. Ich möchte jetzt die Buchstaben Regen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich es mache. Aber jeder Buchstabe bekommt eine Farbe. Macht sich gerade super, weil wir halt diese fünf Farben haben. Und ich werde die Farben, ich überlege gerade, ob ich es unten dunkler mache und oben heller. So nach dem Motto, dass es sich auswäscht nach unten, wird es dann unten heller. Man könnte natürlich oben auch dunkel anfangen und die Farbe verläuft nach unten. Ne? So machen wir das. Das wird, glaube ich, am einfachsten sein. Wir fangen einfach mal mit einer schönen prägnanten Farbe an. Ich sehe ja hier noch meine Bleistiftlinien. Ich male den Buchstaben einfach mal so im oberen Drittel aus. Lang, um einfach die, so, Ränder, Mensch, die Ränder noch mal sauber zu machen und ziehe dann die Farbe einfach nach unten und da könnt ihr schon sehen, dass die Farbe ja nach unten logischerweise blasser wird. So, machen wir das jetzt bei allen fünf Buchstaben oder nur noch vier. So, da haben wir auch die fünf Buchstaben unten schon fertig. Bunter Blätterregen. Das muss jetzt natürlich ein bisschen antrocknen in der Zeit, wo das hier jetzt trocknet. Ich finde, das ist eine total schöne Farbkombination. In der Zeit, wo das jetzt hier trocknet, werden wir einfach die Blätter schon hier hinmalen. Wenn ihr ein bisschen Vorzeichnung braucht, passt natürlich auf, dass ihr mit eurer Handkante oder mit dem Handrücken nicht in die Buchstaben, in die nassen Buchstaben reinkommt oder allgemein versuchen erstmal zu vermeiden, bis es ganz trocken ist, sonst verschmiert ihr euch das und dann ärgert ihr euch nur. Deswegen fangen wir, hier oben sieht man ja noch das Bunte, das müssen wir natürlich noch aussparen. Jetzt malen wir die Blätter vor.
Und da haben wir auch schon die Blätter fertig. Und die Feinheiten bei den Blättern, die arbeiten wir natürlich auch mit dem weißen und dem schwarzen Stift gleich noch aus. Ich würde hier jetzt einfach mal ganz kurz mit einem Föhn rangehen. Ihr könnt das gerne lufttrocknen lassen, aber ich möchte euch natürlich zeigen, wie ich jetzt gleich weitermache. So, ihr Lieben, ich werde mal noch kurz einen 1-0er rausholen an Feinliner, um das bunter eben zu schreiben. Bunter Blätterregen. Prinzipiell, das Lettering steht. Jetzt kommen noch die Feinheiten. Und ihr könnt natürlich auch mit der Farbe gleich noch, zeige ich euch auch gleich noch, wie ihr da noch ein bisschen noch was so drauf splashen könnt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Feinheiten. Und zwar, ich möchte mit dem schwarzen Feinliner, guckt ruhig, wenn ihr merkt, dass das nicht trocken ist, legt euch bitte entweder ein Tuch unter eurer Handkante oder noch ein zusätzliches Blatt Papier drauf. Bei mir ist es jetzt trocken, weil ich habe es natürlich geföhnt. Mit dem schwarzen Feinliner zeichne ich jetzt hier eine Schattenkante ein. Ich habe es euch, glaube ich, schon mal erklärt. Ich arbeite so, dass bei mir das Licht von links oben kommt und der Schatten wirft sich dann quasi rechts unten. Schon alleine diese Linienführung, diese zusätzliche Linienführung macht schon so viel aus, meiner Meinung nach. So, wir werden jetzt, beziehungsweise ich werde jetzt noch entweder mit dem hellen Grau oder mit einem anderen Grau, falls ihr noch ein dunkleres Grau habt, könnt ihr das auch gerne nehmen. Hier jetzt nochmal eine Schattenkante ransetzen. Zweimal rüber. So, und das hebt es nochmal zusätzlich hervor. Das hat gleich so eine Dreidimensionalität, denn die schwarzen Linien, die habe ich mit ein bisschen Abstand rangemalt. Die könnt ihr natürlich aber auch ransetzen, das ist ganz euch überlassen. Ich mag aber diesen Effekt, dass da so eine weiße Linie neben dem Schatten ist. Ich werde jetzt hier auch noch ein paar Schatten unter die Blätter setzen. Die kriegen von mir keine schwarze Linie. Das macht schon so viel aus. Und jetzt werde ich noch die Buchstaben hier unten einrahmen in Schwarz. Guck mal, einen Rahmen.
So. Na, das hebt es auch noch mal ein bisschen hervor. Oh, da habe ich einen Bogen vergessen. Ich überlege auch gerade schon die ganze Zeit, ob ich die so lasse. Nee, das ist mir zu langweilig. Wir müssen das ja noch ein bisschen, ne? Die Details holen es raus. Ich setze jetzt hier noch einen Schatten ran, den ich aber nicht ausfülle. Wie früher auf dem karierten Papier. Kennt ihr das noch? So, ich merke gerade, dass ich mit meinem Tuch hier überall Glitzer verteile. Also falls es funkeln sollte, es liegt an meinem Tuch, weil ich hier, glaube ich, Glitzerfarbe mal abgestrichen habe. Auf jeden Fall habe ich die Dreidimensionalität, wie früher in der Schule. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, auf diesem karierten Papier. Ungefähr in einem 45-Grad-Winkel. Ist jetzt nicht perfekt, aber ich mag das. Ich bin ein großer Fan von diesem, dass man sieht, dass das tatsächlich mit Freihand gezogen ist. Ihr könnt das natürlich auch ordentlich mit dem Lineal machen oder selbst wenn ihr das digital macht, auch total cool, dann könnt ihr natürlich die Striche total gerade ziehen. So, was fehlt noch? Die weißen Highlights, beziehungsweise hier können wir auch noch einen Schatten ransetzen, weil wir haben bei allen einen Schatten, nur bei Regen nicht. Quasi daneben. Neben dieser Dreidimensionalität. So. Ne? Und jetzt können wir natürlich mit unserem weißen Highlighter, es kann ein Gelstift sein, es kann ein Acrylstift sein, es kann mit Farbe und Pinsel sein, da könnt ihr jetzt rangehen, wie ihr wollt, das ist total euch überlassen. Ich werde hier jetzt, wie gesagt, mit dem schwarzen Acrylstift, mit dem weißen Acrylstift. Da macht es sich immer gut, auf jeden Fall ein Blatt Papier, ich habe jetzt hier bloß Schmierpapier. Immer mal zu gucken, dass nicht zu viel Farbe ausläuft, ne? Und da wollte ich hier auf jeden Fall die Highlights. Das macht schon was her. Dann möchte ich, jetzt überlege ich gerade, hier schöne Glanzeffekte. Und bei dem Regen hier unten, da möchte ich so ein, auch so einen Glanzeffekt, aber eher durch
das Funkeln von Sternen so. Ist der? Und dann würde ich sagen, wir sind fertig. So können wir das jetzt stehen lassen. Ihr könnt aber gerne auch noch, wenn ihr habt, eine Blending-Palette. Eine Blending-Palette bedeutet, das ist hier so ein, ja, in der Regel so, ich sage jetzt mal mit Plastik bezogen, ne? Also hier, das ist auch eine Mischpalette, kann man auch dazu sagen. Und da können wir hier, nehmen wir mal das Dunkelblau, damit hier drauf malen. Und wir nehmen das mit dem Wassertankpinsel und großzügig Wasser auf. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt pumpen wir vorne in die Spitze Wasser rein. Ihr seht, also ja, und jetzt kommt der erste Tropfen. Plupp. Gerne so. Könnt ihr auch gerne über die Buchstaben aufnehmen an Farbe. Gerne hier rein. So. Braunton mit rein. Ich wische das hier dann immer gerne ab, weil die Farben benutze ich dann meistens nicht mehr. Die Farben, die hier noch drauf sind, sind Aquarellfarben, weil die auch farbecht sind. Nehmen wir noch einen Braunton. Pinsel natürlich ordentlich hier sauber machen. Da wollen wir ja keinen Blauschimmer drin haben. Auch hier wieder ordentlich Farbe aufnehmen. Und hier dann auch. Hier oben rein. Wieder aus dem Pinsel. Ihr seht, wie die Pinselspitze dicker wird. Plupp. Okay, war jetzt vielleicht nicht der beste Ort. Mal aufnehmen. So. Ich nehme da jetzt einfach mal die Farbe raus, damit das Augenmerk nicht so auf diesem Klecks liegt. Das kann man übrigens bei allen hier machen. Trocknet dann auch schneller. Jetzt sind wir aber tatsächlich fertig. Ich wollte euch bloß noch mal diese Kleckse zeigen. Sprenkelkleckse. Sprenkel geht immer. Das sind gute Lückenfüller. Aber wir sind fertig. Jetzt sind wir wirklich fertig. Und ich mag das Ergebnis und die Farben total gerne. Ich hoffe, dass euer Ergebnis euch auch genauso gefällt, beziehungsweise ob ihr diese Farbkombination, diese Farbgebung, ob ihr das mit Herbst interpretieren könnt, ob ihr das genauso toll findet wie ich. Und ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Ich möchte gerne, wenn ihr das nachmacht, teilt es bitte. Ob es in der Story bei Instagram oder als Beitrag oder bei Facebook oder sonst irgendwo, teilt es. Markiert mich gerne und benutzt unbedingt den Hashtag Sonntags mit Lillis, denn das ist ja das Ganze, was wir hier zusammen machen. Benutzt diesen Hashtag und dann sehe ich das auf jeden Fall und ich werde es teilen mit euch oder ihr teilt es mit mir und ich teile es mit meiner Instagram-Welt. Und
natürlich auch nochmal mit euch und ich freue mich einfach. Wenn ihr weiterhin oder zukünftig noch mehr solche Videos sehen wollt, lasst gerne hier bei YouTube ein Abo da. Ich freue mich über jeden Abonnenten, der hier ist. Setzt einen Daumen auch für das Video und ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz zauberhaften Tag, egal was ihr macht, egal welcher Tag heute ist. Und ich hoffe, dass ich euch mit ein bisschen Kreativität anstecken durfte und euch ein bisschen was mit auf den Weg geben konnte und vielleicht auch etwas Neues zeigen konnte. Also macht's gut, macht's fein und bleibt kreativ. Tschüss!